Philipp Flieger hier in Bobingen. Ich habe dich lautstark an der Strecke gehört. Wie war es in der Zuschauerrolle für dich heute? Ich wäre natürlich lieber gelaufen, ganz klar. Aber nachdem das nicht möglich war und wir dann trotzdem ein großes Team sind und auch ein paar Nachwuchshoffnungen im Team haben, habe ich gesagt, ich gehe auf jeden Fall mit und werde die Jungs mal ein bisschen von der Strecke aus unterstützen. Und die Mädels? Natürlich auch die Mädels, na klar. Jetzt haben sie es ja, glaube ich, auch ohne dich geschafft in der Mannschaft, wie ich gehört habe. Ist ja jedes Jahr bei dir immer so ein bisschen kleinere Probleme am Anfang? Muss der Körper immer erst in Schwung kommen bei dir? Ja, du hast recht. Das ist oft eigentlich immer am Anfang irgendwie so zum Einstieg. Nach der Pause, kurioserweise, bis man da irgendwie wieder drin ist, so richtig. Wenn ich mal drin bin und im Training, dann läuft. Also im Sommer konnte ich echt verrückte Sachen im Training machen und habe einfach, mir ging's gut. Und jetzt denkst du dir, 2 Wochen Pause, super Sache, der Körper freut sich und dann fängst du danach wieder an und nach 2 Wochen erstmal hier kleiner Breakdown, sage ich jetzt mal. Es ist alles nicht so wild, aber es ist halt relativ viel Training ausgefallen und wir konnten viel nicht so trainieren, wie wir es gerne wollten. Und naja, dadurch, dass wir noch ein paar andere Leute haben, die mich da ganz vorzüglich vertreten können, habe ich gesagt, ich würde da jetzt gerne mal ein bisschen einen auf Nummer sicher machen, weil wir in 2 Tagen auch nach Italien fahren. Also da geht's mit und dann hoffst du da wieder gut einzusteigen? Genau. Ich hoffe, dass ich in Italien unter, sagen wir mal, sehr relaxten Bedingungen, gerade mit den Jungs, die jetzt zum Beispiel Jonas Koller, der jetzt mit dabei war und auch ein ganz gutes Rennen heute gemacht hat, dass ich mich mit dem so im Training einsteige und versuche wieder in den normalen Rhythmus mit 2x Training pro Tag reinzukommen. Wo liegen die kleineren Probleme im Körper? Ich habe eine Reizung am Schambein, also Leistenansatz, wo Leiste, Adduktoren, Bauchmuskeln zusammenlaufen. Und das ist eine blöde Stelle, weil es halt relativ zentral liegt und das immer mal abwechselt. Und die Physios immer neue Überraschungen kriegen, heute tut es mal da weh, dann ist es irgendwie wieder Adduktoren, dann ist es wieder Leiste. Und ja, mache relativ viel Stabi, spezielle Übungen und Behandlung und momentan ist immer schon wieder so, dass ich so 100, 120 Kilometer die Woche laufen kann. Und ist Cross ein Thema jetzt immer noch? Du meinst jetzt Richtung Cross-EM? Ja, ist schon ein Thema. Gibt noch ein paar andere, ich sag jetzt mal, Projekte, für die ich unter Umständen vorgesehen bin, vom Bundestrainer. Spielt sich allerdings eher auf der Straße ab, das ist noch nicht ganz sicher. Ist auch nicht sicher, ob ich dann mitlaufen kann, weil wenn ich nicht fit bin, werde ich natürlich fair sein und sagen, ich bin gerade nicht in Form. Worum handelt es sich da? Darfst du noch nicht sagen wahrscheinlich. Ja, es ist, glaube ich, weiß nicht, ob es so ganz offiziell spruchreif ist, aber es geht um Japan. Gibt ja verschiedene Staffel-Events, sage ich jetzt mal. Ekiden heißt es, glaube ich, im Fachwort. Ist ein sehr tolles Rennen. Ich habe gehört, zuschauermäßig und Live-Übertragung, die sind da sehr wild auf das Rennen. Jetzt habe es ja nicht ich gesagt, sondern du. Also ja, genau. Da gibt es so Ländervergleiche auch, an dem Deutschland früher auch teilgenommen hat. Ich glaube aber, es ist auch schon länger nicht mehr, so Anfang, Ende 90er, vielleicht auch Anfang 2000er. Das soll so ein bisschen wiederbelebt werden und da werden eben, wird versucht, dann aber halt auch ein konkurrenzfähiges Team an Start zu bringen. Und das ist so ein bisschen jetzt im Hinterkopf und ja, wir wollen mal schauen, dass ich bis dahin hoffentlich wieder gesund bin und alles, was davor ist, müssen wir halt mal gucken. Also ich würde auch natürlich noch ganz gern den Köln-Halbmarathon laufen, für den ich ja auch mich eigentlich vorbereiten wollte. Da sind wir jetzt natürlich auch ein bisschen in Verzug und wir müssen jetzt gucken, wie das gesundheitstechnisch alles läuft. Dann bleib gesund und lass es dann hoffentlich krachen. Jo, danke. Macht's gut.